Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within 2. Jo, ich wollte mal kurz was schauen. Und zwar habe ich da zwei neue Resonanzpunkte. Dann gehen wir da mal jetzt hin und schauen mal, was da abgeht. Ey, Moment mal. Bevor wir da hingehen. Machen wir da erstmal ein bisschen Muni. Nochmal kurz was gucken. Spritze haben wir ja. Gut, okay. Gut, passt ja. Ja, mal Donuts. Überhaupt der Ober ab. Schauen wir uns mal an, ne? Würde ich mal sagen. Also hier oben ist mir gar nichts. Wie komme ich hier wieder runter? Wissen, was das für blöde Resonanzpunkte sind, weil ich irgendwie muss man ja weiterkommen. In die Tür komme ich nicht rein. Von daher müssen wir ja irgendwie. Das machen wir mal weg, doch. Geht schon wieder, ey. Die Alte geht mal auf den Sack, ey. Kann man die eigentlich abschießen? Mit dem Lanzerzweise. Das ist ja eine tolle Wurst. Guck, ob man da irgendwie ausräumen könnte.
Nimm mal der Bodo. Nee. Hab schon gedacht, ne? Die rennt jetzt da hin rum. Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass das blöde Ding weggeht. Danke. Den Scheißdinger waren wir schon drin, das bringt mir doch nichts. Endlich. Wo ist jetzt mein... Nehme ich mit. Irgendwo da drinnen. Irgendwie muss man da reinkommen. Aha. Nach ohne. Da. Ich bin doch da irgendwo. Stimmt es?
Anschau an. So. Ich hab dich schon überall gesucht. Scheiße, John. Was machst du hier unten? Das ist nicht für deine Augen bestimmt. Ich verstehe nicht. Wartest du nicht mit dem Ding auf mich? Wir sind beste Freunde, man kommt schon. Ich weiß. Und das macht es umso schwerer. Lass dich bitte, Mann. Tut mir leid, John. Aber es muss sein. Mobius erlaubt keine Fehler. Mobius? Was in aller Welt ist Mobius? Sicherheitskarte. Cool. Was ist das? So eine Art Schiffe? Komm ich nicht durch. Oh, was benutzen? Oh, lieber Gott, willst du mich verarschen? Wäre ja schlimm, wenn ich das Ding mal rauskriegen würde, ne? Ach komm. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass man hier irgendwo einen Hinweis kriegt. Etwa 14.30 Uhr, Beantrag Nummer 002. Was zum Geier? Geht's hoch? Gehen wir gleich mal auf. Okay. Schnauze, du Punk. Hm.
So, was haben wir hier? Eremit. 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 Aha, was will ich jetzt hier noch? Ich wollte mal kurz was. Ne, da behalten wir die. Was passiert eigentlich, wenn ich dieses komische Ding da auslöse? Mal gucken. Aha, okay. In Ordnung. Das wollte ich nur wissen. Den Code kriege ich sowieso nicht raus. Na, ist ja toll. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Na, das ist ja eine tolle Wurst. Das ist hier eine Bullshit-Kacke. Also da komme ich nicht durch. Oh, warte mal. Hätte hier funktionieren können. Acht, vier, neun, drei. Vielleicht habe ich da oben irgendwas übersehen. Muss ich doch nochmal in Luft. Thank you.
geht nirgendwo. Das ist hier echt eine richtig tolle Glaswurst. Oh, ich glaube, ich sehe schon. Wusste ich's doch, irgendwas muss doch da sein. So. Den Punkt hätte man. Gehen wir da nochmal her. Scheiß auf das Zeug da drin. Oh, warte mal, wenn wir schon da sind, ne? Wollte ich da nochmal gucken. Ich meine, ich habe jetzt immerhin diese komische Schlüsselkarte. Vielleicht bringt es ja was. Ich glaube es zwar nicht, aber... Da gab es irgendeinen Trick, gab es da dabei, das weiß ich. Was soll's? Hören wir uns mal den Scheiß da an. Muss da rein. Ist immer gar nichts, ne? Nämlich. Auch. Aha. Wo zum Teufel kommt die denn her? Ist dieser Punkt ist weg. Jetzt haben wir nichts mehr, sondern nur noch dieses Ding hier. Warum ist jetzt die Tür offen? Das ist ja mehr als Verhör als ein Gespräch. Bitte, Detective.
war zu. Die ist auch zu. Ja, wie kommt man dann da raus? Zu. Das gibt's doch gar nicht. Alle zu. Wie komme ich hier wieder raus, verflucht? Noch was? Akte 15, psychiatrisches Gutachten von Detective Sebastian Castellanos. Während er von allen Vorwürfen in Zusammenhang mit dem Verschwinden von Detective Oda und Junior Detective Kidman freigesprochen wurde, sind Detective Castellanos Aussagen zum Vorfall in der Piken-Nervenklinik vage und ausweichend. Anfangs wollte Detective Castellanos nicht mit einem Psychiater reden, erzählte aber nach und nach, was an diesem Tag passierte. Mit Experimentenmeinung nach leidet er unter paranoiden Wahnvorstellungen. Durch den kürzlichen Tod seiner Tochter und die Geschehnisse in Piken hat er den Bezug zur Realität verloren. Meiner Empfehlung nach sollte Detective Castellanos bla bla bla. So, Wasser ist aus. Kommt man jetzt hier irgendwo raus aus dem Laden? Das ist zu kurz. Das gibt's doch gar nicht, ey. Wo ich hingehe. Es war nur ein Fiebertraum. Eine Erfindung ihrer Fantasie. Es war kein Traum. Ich war im Verstand eines Killers. Es war so real, wie sie es sind. Mag sein. Aber was nützt es, an dieser Version der Realität festzuhalten? Wenn wir sie von diesem Gedanken befreien, wird es vielleicht leichter für sie. Hat er mich nur behandelt? Oder wusste er mehr als ich? Du kannst mich hier nicht festhalten?
Was ist das? Ein Tier! Jetzt kommt wieder ein Schocker, pass auf. Ich wusste es. Ist ein rotes. Waren das nur Erinnerungen? Was gibt es? Sebastian, alles in Ordnung? Deine Werte haben verrückt gespielt. Du hattest fast einen Herzstillstand. Ich habe Beacon gesehen. Ich war wieder dort. Wie kann das sein? Dieser Stem ist völlig neu. Keine Ahnung. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Gott, ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Hier ist es schon schlimm genug. Ich will die Vergangenheit nicht immer wieder erleben. Dieser Ort spielt mit mir. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss Lilly finden. So, hier speichert's jetzt. Ja, Wahnsinn, ich komme hier mal raus. So, ich glaube, jetzt haben wir alles durch, bis auf dieses eine Drecksding da. Ich komme immer nicht. Irgendwas ist hier faul. Wie komm ich da rein? Irgendwas muss doch hier sein, das gibt's doch gar nicht. Das ist auch dicht, alles dicht. Da ist alles dicht. Wie komm ich da rein?
Nicht einmal das Tor kann man aufmachen. Da muss es doch irgendwo einen Trick geben. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Fenster kann man auch nicht reinschießen. Jo, ich würde sagen, wir machen hier erst einmal einen Cut rein. Ich muss selber erst mal gucken, wie man da wirklich reinkommt, was man da machen muss. Keine Ahnung. Da muss es ja irgendwas geben, wo man mit dem Dreck da irgendwie da reinkommt. Was ist das überhaupt? Werkbank? Aha, okay. Ja, wie gesagt. Irgendwas. Irgendwas muss man da machen an dem blöden Ding. Nur was? Aber das werden wir das nächste Mal rausfinden. Für heute machen wir hier mal einen Cut. Nein. Ich meine, es hat keinen Sinn, da ewig und drei Tage rumzuprobieren. Jo, ich bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Entschuldige mich nochmals hierfür, für die schlechten, beziehungsweise für den Sound, der zu laut war in den letzten paar Videos. Für heute soll es aber gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sag hier erst einmal Tschö mit Ö, Tschö mit V und bis zum nächsten Mal.